Wir sind hier auf jeden Fall hochpreisig, vielleicht sogar teurer als mein Kleiderschrank. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, absolutes Chaos. Ein Thema schlägt hier die Überhand um Weiten. What the fuck? Ein Thema übernimmt hier die Oberhand und das ist das Thema Miguel Pablo. Ich habe mir bis diese Woche das Thema Miguels Kleiderschrank vorgenommen und jetzt ist gerade, ja, YouTube brennt. Jeder redet von Miguel Pablo. Miguel Pablo dürfte es anscheinend momentan nicht gut gehen. Wie man anhand seiner Videos merkt, braucht er dringend Hilfe und wurde hier von Freunden verarscht, wurde angeblich auch von seinem Bankberater und allen anderen Leuten verarscht. Also die ganze Welt gegen Miguel Pablo, so scheint es aktuell zu sein. Ich weiß nicht, wie viel davon der Wahrheit entspricht, wie es Miguel Pablo wirklich geht. Aber eines ist klar zu sagen, wir hoffen natürlich, dass er seine Hilfe bekommt und es ihm bald wieder besser geht, er wieder auf die Beine kommt und psychisch wieder ganz klar ist. Oder zumindest den Stand erreicht, den er vor dem Zusammenbruch hatte. Liebe Freunde, es soll hier überhaupt nicht um seinen Zustand gehen. Es soll auch nicht darum gehen, ob er verarscht wurde oder nicht. Es ist hier ein reines Reaction-Video auf sein Video, das er vor 2 Wochen schon gepostet hat. Und zwar sein Video, mein 100.000 Euro Kleiderschrank. Ich habe das Video noch nicht gesehen, habe aber vor einer Woche das Video entdeckt und mir gedacht, ja, das muss ich mir aufheben für nächste Woche. Dementsprechend lasse ich das Thema jetzt nicht aus, sondern wir werden uns gemeinsam den Kleiderschrank von Miguel Pablo ansehen. Ich werde mich aber vielleicht teilweise etwas zurücknehmen, um hier nicht noch, ja, Salz in eine Wunde zu streuen, sondern rein oberflächlich das Ganze bewerten und wirklich nur meine Augen auf das Thema Fashion richten. Ich will gar nicht mehr länger weiter darum herumquatschen. Die Grüße gehen raus an ihn und an alle, die ihn beschissen haben. Aber wie gesagt, mit dem Thema habe ich nichts am Hut, da möchte ich mich auch gar nicht einmischen. Also, hier sein 100.000 Euro Kleiderschrank. Also man sieht hier schon etwas, was mich absolut stutzig macht. Wieso liegt das alles am Boden? Ich bin auch ein Fan davon. Auch mein Kleiderschrank befindet sich am Boden. Ich lege einfach alles am Boden und habe das nicht feinsäuberlich aufgehängt und mit einem Hintergrundlicht beleuchtet, um hier wirklich eine schöne Präsentation daraus zu machen. Nein, ich finde das super, wenn es am Boden liegt, verstaubt und die Putzfrau alle 2 Tage mal den Staubhaufen aufhebt, um darunter durchwischen zu können. Das finde ich schon mal sehr witzig. Es wird hier geklopft. Sind wir diejenigen, die hier geklopft haben und er begrüßt uns? Und wo sind wir? Wir sind einfach in einem Abstellraum. Hier steht kein einziges Möbelstück, sondern einfach nur weiße Wände und eine Ringleuchte, die sich hier hinten noch spiegelt. Das Outfit in rosa gehalten, Schweinchenrosa. Ich würde sagen, der Bruder von Miss Piggy. Nein, ich werde schon wieder zu persönlich. Okay, wir machen einfach weiter. Aber Leute, das ist nicht mehr mein Drehzimmer. Mein Drehzimmer habe ich ins Wohnzimmer verlegt, weil ich da viel mehr Platz habe zum Drehen. Und ich wollte schon... Somit bietet sich immer an, wenn man Kleiderschrank und Drehzimmer in einem hat. Übrigens auch mein Schlafzimmer. Und wenn sich so manche fragen, nein, das ist nicht das einzige Zimmer in meiner Wohnung. Das ist ein 1, 2, 3, 4... 4 Zimmer. Nein, 3 Zimmer. Wenn ihr mal eine Roomtour wollt, dann müsst ihr einfach noch warten, weil ich habe immer noch keinen Handwerker gefunden, der mir die Maßanfertigung auch bei meinem Schuhschrank umsetzen kann. Ich möchte sowas ähnliches wie hier haben, aber bis jetzt haben mir schon 2 Handwerker abgesagt. Aber wieder zu Miguels Kleiderschrank. Immer seitdem ich klein bin, ein eigenes Ankleidezimmer, voll mit krassen Klamotten und ich habe mir diesen Traum erfüllt. Dennis und ich haben 4 Stunden lang dieses Zimmer eingerichtet. Oh mein Gott. Was heißt, okay, das Drehzimmer, er redet vom Drehzimmer, er redet jetzt nicht vom Abstellkleiderschrank, oder? Haben alle Klamotten gefaltet, ihr checkt nicht, wie viel Arbeit... Also doch, sie haben 4 Stunden das Zimmer eingerichtet, heißt einrichten, Klamotten falten und am Boden legen, ist das Einrichtung? Dann wundere ich mich aber, warum Ikea so viel Geld verdient, wenn das Einrichtung ist. Das war, ihr seht gleich, wie viele Klamotten es sind und auf der Hinfahrt nach Berlin bei meinem Umzug, also als ich all meine Klamotten ins Auto gepackt habe, habe ich auch 3 bis 4 Stunden gebraucht und das ganze Auto war voll, fragt Dennis, Kofferraum und Rücksitze, komplett voller Klamotten. Wir brauchten 8 bis 9 Ikea-Taschen und sind 3 bis 4 Mal hoch und runter gegangen und endlich ist alles eingerichtet. Wundert euch nicht, warum alle Sachen auf dem Boden gefallen sind. Erstens, passen alle nicht in einen Kleiderschrank und zweitens... Okay, sie passen nicht in einen Kleiderschrank. Also so viel Klamotten
können es fast gar nicht sein, dass die nicht in einen Kleiderschrank passen. Liebe Freunde, es gibt Maßanfertigungen. Auch das ist eine Maßanfertigung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was wir hier sehen, weniger ist als das hier. Das passt ja wohl in einen Kleiderschrank, aber man muss ihn halt maßanfertigen lassen oder viel Geld für mehrere Kästen ausgeben. Und ich würde sagen, Leute, gönnt euch mein Ankleidezimmer. Das finde ich halt mega lustig. Jetzt diese Montage, gönnt euch mein Ankleidezimmer. Und dann geht er einfach mal so ums Eck und filmt das so ganz banal von Ecke zu Ecke, von Staubwinkel zu Staubwinkel ab. Und das ist eine extrem coole Kinoaufnahme. Mein 100.000 Euro Kleiderschrank, einfach alles liegt am Boden. Ja, mega lieb. Okay, ich sehe hier schon die Jordan 1er in Weiß, ein absoluter Grail von mir. Die kosten im Resell, ich glaube mittlerweile 1200, 1500 Euro vielleicht. Schon lange bin ich am Überlegen, ob ich mir die holen möchte, aber es ist schon ein Haufen Geld, liebe Freunde. Gell? Vor allem die Fransen dann mit der Zeit auch so aus. Aber ja, möchte ich bis heute immer noch haben. Aber wie man hier schon sieht, er pflegt seine Schuhe halt nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit schmutzigen Schuhen herumlaufen ist für mich ein absolutes No-Go. Das sieht einfach immer kacke aus. Und für was kaufe ich mir dann litte Schuhe, wenn die immer schmutzig sind? Die verlieren komplett den ganzen Charme. Also immer die Schuhe pflegen, Freunde. Mein Tipp an euch, sonst seht ihr einfach aus, als hättet ihr euch nicht darum gekümmert, wie ihr aussieht. Gehört einfach dazu. Schuhpflege gehört zur Pflege einfach dazu. Yeezy 700 natürlich am Start, mega cooler Schuh. Da hinten sehe ich die 750er Yeezy. Hier haben wir dann nochmal die 500er Yeezy. Tricolore Adidas NMD, bin ich kein großer Freund davon. Und hier sehen wir nochmal Yeezy Boost, die zweiten V1 nach den Turtle Doves, die Pirate Black, die ich hier auch stehen habe. Ja, Nike Off White hier natürlich am Start, die Vapor Max in Weiß. Hier haben wir dann nochmal Zebra natürlich, die nochmal und da hinten sehen wir die Turtle Dove, von denen ich gerade gesprochen habe. Ah ja, hier sehen wir dann nochmal die Oxford Tie und dahinter nochmal die 500er, auch sehr, sehr lit. Also Schuhsammlung auf jeden Fall on point, das kann man schon mal festhalten. Sehr, sehr teuer, also allein hier haben wir schon Schuhe im Wert von, ja ich müsste schätzen, schnell 8000 vielleicht, also nicht schlecht. Hier sehen wir die Butter Yeezy, die sind einen Scheißwert, aber ja. Okay, hier noch ein Haufen 97er und natürlich auch NMD City Socks. Hier nochmal die Tricolore in einer anderen Colorway. Also 7000 Euro geht sich aus. Okay, Supreme Box Logo Hoodie, der ist natürlich auch sehr teuer. Ich glaube, der kostet 700 Euro. Danach sehen wir gleich mal Off-White Black Swan. Darunter, also was ich mir hier denke ist, er hat jetzt einfach so das Teuerste vom Teuersten oben darauf gelegt und die billigeren Sachen sind darunter, damit es natürlich nach viel aussieht. Babe sehe ich da hinten. Ja, nochmal Supreme und Bathing Ape, allerdings nur ein Shirt. Mona Lisa Hoodie, der ist natürlich auch nicht billig, den habe ich in Rot. Hier sehen wir dann nochmal Babe, dann hier Stone Island, meine Lieblingsmarke. Stone Island wieder hier auch. Das ist, glaube ich, ein Off-White Hemd, das habe ich nämlich das gleiche in Rot. Ja, ist es. Oh, ein Off-White Hoodie, der ist relativ teuer gewesen. Den finde ich nice, den habe ich nämlich, glaube ich, schon mal bei Justin Bieber gesehen. Supreme, das gleiche habe ich in Orange nochmal hier. Das ist das. Supreme Werkzeug Toolbox, so irgendwie heißt die, glaube ich. MCM Rucksack natürlich. Ja, Supreme Duffelbag, auch nicht allzu teuer, 180 glaube ich. Balenciaga Shirt oder Hoodie haben wir hier gesehen, dann nochmal MCM Cap, Supreme Cap. Ja, okay, diese ganzen Gimmicks, die können wir eigentlich skippen, die interessieren eigentlich so ziemlich. Also mich interessieren sie absolut nicht, ich habe nichts davon, weil ich es einfach unnötig finde. Ich kaufe mir Klamotten von diesen Marken, weil ich sie anziehen möchte und nicht, weil ich sie als Gimmick irgendwo zu Hause stehen haben möchte oder irgendwo draußen auf der Straße unterwegs bin und mit der Supreme Gun herumschieße und danach jeden einzelnen herausgeschossenen Dollar wieder einsammle. Das ist für mich einfach hirnrissig. Okay, niemals ist dieser Kleiderschrank 100.000 Euro wert, sondern ich würde hier eher von
nicht mehr als 40, meiner Meinung nach. Vor allem, weil man hier auch an dem, das ist eine reine Vermutung, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber allein an dem Supreme Hoodie, wo darunter dann ein Basic Nike Hoodie liegt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei den anderen Dingen auch so ist. Er hat die teuersten Sachen noch umgelegt, also keine 100.000 Euro von uns. Das kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Das ist so krass, davon habe ich immer geträumt. Und ihr fragt euch bestimmt, hey Miguel, warum steht 100.000 Euro Ankleidezimmer in deinem? Ja, das frage ich mich auch. Erstens, warum steht Ankleidezimmer? Zweitens, warum stehen 100.000 Euro angeschrieben? Titel, ich will ganz ehrlich zu euch sein, all die Sachen in diesem Raum kosten 60.000 bis 70.000 Euro. 60.000 bis 70.000, auch das. Ja, auch hier sehe ich schon wieder Basic unter dem Bathing Ape Shirt liegen. Also Freunde, nein, keine 60.000 bis 70.000, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, also erstmal, die Schuhe sind echt teuer. Nike Off-White, Yeezy, Supreme Nike. Ich zeige euch gleich die krassesten Sneaker kurz. Die meisten meiner Klamotten sind ja halt Designer-Klamotten, deswegen ist es alles zu teuer. Ich zeige euch gleich die krassesten Klamotten. Und so viel ist das auch gar nicht, was man hier sieht. Also es ist nur so eine Bandseite entlang. Wenn wir hier nochmal skippen, das ist, wir haben es vorher gerade gesehen, das ist eine Seite so, also ich würde sagen, das sind 5 Meter mit 4 bis 5 Kleidungsstücken aufgeschlichtet. Pro Kleidungsstück, ein Kleidungsstück 50 cm, das heißt 10 Pieces nebeneinander, 20 Pieces nebeneinander, 20 mal 5. Fuck, ich Mathe-Genie. Er lacht mich ruhig aus in den Kommentaren, ich bin wirklich scheiße. Sind 100 mal zu viert aufgetürmt, also 400 Stücke haben wir hier. Nein, das ist zu viel. Ich glaube, ich habe mich irgendwo verrechnet. Und jetzt zeige ich euch kurz meine Lieblingssneaker von all meinen Sneakern. Okay, schauen wir uns mal die Sneaker an. Was sind die Lieblingssneaker? Wir haben hier eigentlich schon alle Sneaker gesehen, deswegen können wir das skippen. Mal schauen, was er vielleicht unter den Haufen noch so hervorzieht, die wir jetzt oben nicht liegen gesehen haben. Ich habe die Klamotten, die ich am meisten feiere, nach oben gelegt. Ja, also das, was ich mir gedacht habe. Okay, also wir sehen hier die Dinge, die er nach oben gelegt hat, die werden hier auch nochmal präsentiert. Oder zieht er noch was anderes hervor? Ja, okay, wird scharf geschossen. Scheiße. Stone Island Hoodie, der oben lag, ja, na klar. Ja, der Hoodie. Ich sag's ja, Justin Bieber hat den getragen, den sehen wir hier auch nochmal. Also im Prinzip haben wir alles hier schon reviewed, was oben liegt. Nike Hoodies, Basic Stuff. Okay, was Lilanes. Ah, es lag auch oben. Was war das? Das Logo, das war nicht so teuer, Supreme. Okay, ja, das ist das Supreme mit dem kleinen Box-Logo. Das ist nicht allzu teuer, wie er schon gesagt hat. Ich glaube 50, 60 oder so bekommt man relativ easy. Jetzt kommen wir ganz schnell zu meinen Caps. Ich habe nur eine Supreme Cap. Okay, auch die Caps haben wir schon in diesem Video gesehen. Ich weiß nicht, kommt da jetzt noch was? Irgendwas Neues, was wir noch nicht gesehen hätten? Also man hat im Prinzip schon alles in seiner Vorschau gesehen, wo er von einem Staubwinkel in den nächsten gefilmt hat. Was man sagen kann, auf alle Fälle ein stabiler Kleiderkasten. Kleiderkasten. Wirklich nice Pieces dabei, wie auch nice Kicks, zum Beispiel die 1er Off-White, also die bin ich ihm absolut neidig, die hätte ich auch sehr, sehr gerne. Also so viel kann man schon sagen, nice Pieces dabei, aber auf 100.000 Euro kommen wir da einfach nicht. Das ist eigentlich schon klar. Ist aber auch völlig egal, es klingt gut im Titel und es gibt einen super Thumbnail ab. Im Großen und Ganzen aber trotzdem wirklich ein stabiler Schrank. Wir sind hier auf jeden Fall hochpreisig, vielleicht sogar teurer als mein Kleiderschrank. Das kann auf jeden Fall sein, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber Quintessenz der Aussage, bei 100.000 Euro sind wir noch lange nicht. Nochmal an dieser Stelle, gute Besserungswünsche gehen raus an Miguel Pablo. Hoffentlich sieht man ihn bald wieder kräuchen und fleuchen im YouTube-Business. Vielleicht auch wieder mit dem nächsten Haul, um seine anscheinende Wunschsumme von 100.000 Euro zu erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liebe Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und an dieser Stelle, es dauert nicht mehr allzu lange. Anfang Dezember kommt die dritte Kollektion online. Wie ihr wisst, eine komplett andere Kollektion als alle zwei Kollektionen zuvor. Seid auf alle Fälle gespannt. Ihr wisst Bescheid, Maximilian Army hat ein neues Erkennungszeichen und das wird die dritte Kollektion. Bis zum nächsten Video, liebe Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.